Diese Entscheidung treffe ich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir haben die Moschei befreit und haben erfahren, dass die Cat, die Angara, irgendwie verändern können, genetisch, und sie zu welchen von sich selbst machen. Das ist im Grunde schon so ein bisschen bekannt. Also ich sag mal, das ist jetzt nichts ganz Neues mehr, bin ich mal... Hä? Alter, ich sehe dadurch gar nichts. Das ist voll doof. Das ist nichts Neues. Das hatten wir theoretisch auch schon mit den Kollektoren. Oh, shit. Kein Cat kann uns jetzt mehr aufhalten. Wir haben sie hier. Ja, das sagst du, ne? Wo sie leben. Sehr richtig. Tschüss. Vorwärts. Man wird uns retten und von hier wegbringen. Naja, aber wenn wir jetzt so weitermachen, wird man uns erstmal töten, bevor man uns retten kann. Das ist ja auch nicht cool, ne? Warte mal, gib mal die hier. Ich glaube, wenn ich einen richtigen Headshot lande... Sie und ihre Alien-Freunde sind links. In der Plattform da. Was sind wir? In Ordnung. Gute Idee. Richtig geile Dudes. Das ist richtig. Da hat sie... Recht. Wir haben die Moschei. Hekt, schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind. Oh, Achtung! Oh, oh. Das ist so ein bisschen Multiplayer jetzt, ne? Shuttle, bitte komm! Wir werden Weil überrannt! Da geht es... auch um sowas. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches. Dann sehen wir weiter. Oh. Oh, verdammt, der kommt näher. Achtung, Leute, es wird ernst. Gott. Diese Typen verwandeln Sie auch? Muss wohl so sein. Was zur Hölle? Ich bin nicht sicher, ob ich in diese Fabrik eindringen will. Ich will... Nein. Nein. Geh wieder weg. Lass mich in Ruhe. Missgeburt. Geh weg. Scheiße, kommst du nicht rauf. Viel zu fett. Au. Alter, ich muss erst die töten, ne? Komm schon. Ich muss erst die töten. Alter, wie viel kommen denn hier, Mann? Oh ja, aber man merkt schon mehr Damage. Oh nein, ich bin tot. Alles klar. Ja. Es wären nur noch 20 Sekunden gewesen, du Arsch. Na gut. Aber ich muss da oben ja quasi bleiben. Mal gucken, der Safe Point ist schon wieder richtig beschissen gesetzt. Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen, oder? Natürlich. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie. Stellen Sie sich zu mir. Nein, Moschei. Schonen Sie Ihre Kräfte. Diese Entscheidung treffe ich. Alter, man sieht dadurch überhaupt nichts, ne? Ach ja, die Save Points in diesem Spiel sind richtig behindert. Das muss man einfach mal so sagen. So. Weggefiegt. Aber ich kann doch nicht mehr machen als... Alter, warum treffe ich ihn denn nicht? Alter, ich treffe die einfach nicht, ne? So, geht doch. Einen haben wir hier irgendwo noch. Da oben. Wenn nicht ganz so viele kommen würden, ne? Bessere Position.
Pathfinder, bitte komm. Hier? Ist hier besser? Ich weiß nicht. Könnte sein. Schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind. Mhm. Wow, Achtung! Shuttle, bitte komm! Wir werden überrannt! Tut mir leid, ich kann unmöglich landen! Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches, dann sehen wir weiter! Zurück! Sonst wird es dir leid tun, du sture Mistgeburt! Oh, oh, lass mich doch mal durch hier, Mann! Runter von uns! Komm schon! Recht problematisch. Ich muss mich mal kurz hier verstecken. Ja. So. Boom! Oh, so. Hi. Meine Kraft lässt nach! Ja, lassen Sie mich zurück, falls erforderlich! Ich kann dir jetzt auch nicht helfen, ne? Ich hatte hier so ein bisschen mein eigenes Problem. Ich bin verwundet! Ja, das macht nichts. Solange du nicht tot bist, läuft. So, ist er tot? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Nee, er ist... Ja, natürlich, er lebt noch. Oh, oh. Ho! Wir sind soweit. Holen Sie uns ab! Alles klar. Wir sind unterwegs. Deine Mutti... Ach du Sch... Haha, klar, zwei Stück von denen. Läuft. Ah, ich bin weg hier. Oh nein! Oh. Oh, war, glaube ich, auch ein bisschen knapp jetzt. Die Huren, ey. Tor, schaffen Sie sie ins Shuttle. Widerstandsteam, bitte kommen. Ich höre Sie. Alles läuft gut. Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Kette eintritt. Kein Problem, wir schaffen das. Easy. Total easy, ey. Ja, wenn man in Bewegung bleibt, ja. Aber es... Achso, wir hauen auch direkt ab, alles klar. Aber ich komme nochmal zurück, ist schon klar, ne? Dann ist ja gut. Alter Schwede. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Joel sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe. Ich fühle mit Ihnen, aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Dann ist Ihr Mitgefühl wertlos. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Cat ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja, Jarl hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe.
Das ist schon korrekt, ja. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu ihnen. Ach so, ja. Aber ja. Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefer. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Die hält es, glaube ich, für ein absolutes Arschloch. Habe ich so das Gefühl gerade. Naja. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Die hat mich angelogen. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Die hat gesagt, ja, die beantwortet mir alle meine Fragen gerne. Mama. Dann halt nicht. Was gibt's denn hier Neues? Mentale Gesundheit. Angesichts der jüngsten Ereignisse erscheint mir das ein guter Zeitpunkt, um mit Ihnen noch einmal das Programm der Andromeda-Initiative zur mentalen Gesundheit in Erinnerung zu rufen. Danach sind mentale Störungen real. Stress, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Depressionen sind nicht einfach nur Müdigkeit oder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es sind komplexe Störungen, die der richtigen Aufmerksamkeit und Behandlung bedürfen. Zweitens, nachvollziehbar. Ihre Kollegen haben höchstwahrscheinlich schon einmal ähnliche Empfindungen gehabt. Jeder um sie herum unterstützt sie und hat Verständnis für das, was sie durchmachen. Drittens, behandelbar. Ein gebrochenes Bein erfordert eine bestimmte Behandlung, Ruhe und eine reduzierte Arbeitslast, um richtig auszuheilen. Bei mentalen Störungen gilt das Gleiche. Sie können durch Medikamente, Therapie und Unterstützung gelindert werden. Okay. Oh, guck mal, die stehen jetzt hier. Mal mit allen nochmal kurz schnacken. Pathfinder. Der doppelte Drag. Wir können uns Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass er sich auch klonen kann. Warum sind wir eigentlich auf einmal in der Küche? Hä? Ich war doch gerade. Ich hab die Missionsbriefings gelesen. Das ist nicht gut, Ryder. Was denn? Archon ist gefährlich. Ich kenne Typen wie ihn. Ja, er ist auf jeden Fall gefährlich. So gefährlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir bereit sind, es mit ihm aufzunehmen. Wir schalten ihn aus. Alles, was wir brauchen, ist ein Plan. So wie ich das sehe, denkt der Archon, er wüsste, was das Beste für uns ist. Das Problem ist, er kann es auch umsetzen. Dieser Aufstieg, den die Cat durchführen, er verwandelt die Leute in Sklaven. Und dasselbe kann er auch mit uns machen. Die Macht dazu hat er. Gegen jemanden wie ihn muss man schnell und hart zuschlagen. Ist der Anführer erstmal erledigt, sind die anderen kein Problem mehr. Ernsthaft, werfen Sie eine Nuklearbombe auf ihn. Sprengen Sie eine Sonne, wenn es sein muss. Und nehmen Sie die Kollateralschäden in Kauf. Es gibt bessere Wege, ihn aufzuhalten als rohe Gewalt. Kann schon sein. Aber ich lasse einen Gegner nicht so nah an mich herankommen, dass er meinen Panzer aufbrechen und mich sanft erledigen kann. Man kann bei solchen Typen keine halben Sachen machen. Das geht nie gut aus. Ach, muss es denn wirklich in jeder Galaxie Despoten geben? Als ich noch für den Schutz des Portals verantwortlich war, wurden ständig Kolonien angegriffen. Wir haben die Kolonisten ausgebildet und sie haben angefangen, sich zu wehren. Damit hatten die Piraten nicht gerechnet. Die Angara wissen bereits, wie man kämpft. Aber der Archon hat eine ganze Armee, die seinen Wahnsinn unterstützt. In diesem Fall sind wir die neue Variable. Er kann nicht vorhersehen, was wir tun werden. Ja, das ist ein Vorteil, solange wir ihn richtig ausspielen. Denken Sie weiter darüber nach, wie Sie vorgehen wollen. Wir kriegen nur eine echte Chance, oder? Yep. Wenn wir zuschlagen, müssen wir sicher gehen, dass er nie wieder aufsteht. Ja, gut, dann sei mit deinem Zwillingsklonbruder hier mal so weiter am Start. Alles cool. So, wen haben wir hier noch? Niemanden? Ah, hier ist Vetra. Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst. Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben... Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne.
Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Oh, ich bin wieder weg, während du da auf deinen Stuhl schwebst. Sind das Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Cid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Das kenne ich. Cid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat, und ich war, naja, so alt, wie sie jetzt ist. Ich weiß, wie es ist, ein Elternteil zu verlieren. Inzwischen habe ich beide verloren. Meine Mutter starb, bevor wir die Reise hierher angetreten haben. Unser Vater ist nicht tot. Oder vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Er kam einfach nicht mehr nach Hause. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen, auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwohin fliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Ach, kommen Sie schon. Sie sind stark und Sie sind clever. Es müsste schon einiges geschehen, damit Sie nicht mehr nach Hause kommen. Stark und clever reicht aber nicht immer. Irgendwann verlässt einen das Glück. Ich aber nicht. Ich habe ein gutes Gefühl, was Sie betrifft, Ryder. Aber gut, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Na sicher. So, das ist voll dumm, dass ich auf einmal ganz woanders bin. What the fuck? Was geht denn? Was geht denn hier? Warum schläft das alles sehr merkwürdig? Wo ist denn? Ach, alles. Alles sehr verwirrend hier. Ich fahr mal hoch. Warum ist der mit der Hebebühne hochgefahren? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Naja, egal. So, es geht bei dir. Würde es Ihnen was ausmachen, einen kleinen Umweg zu fliegen und mich wieder in der Milchstraße abzusetzen? Wieso? Was ist das Problem? Ach, nur so eine Kleinigkeit, von der ich gehört habe. Man nennt sie den Aufstieg. Sie hätten vielleicht besser mal das Kleingedruckte auf den Broschüren der Initiative gelesen. Ich hätte sie mir vielleicht überhaupt mal durchlesen sollen. Ab sofort esse ich mehr Proteine und schlafe auch mal aus. Wir werden unsere ganze Kraft brauchen, um diesen Scheiß durchzustehen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Tja, das ist so richtig. Mjung. So, mal gucken, wo sind denn die anderen? Also, was stehen hier zur Verfügung, Pathfinder? Ja, ich weiß. Danke, dass du mir das sagst. Da. Belohnungen einsammeln. So, Milchstraße Forschungsdaten und ich kriege Mineralien. Ich finde momentan das auch mit als Bestes, ganz ehrlich, ne? Was ist das denn? Was ist eine Innovation? Erhöhen Sie die Verbesserungsslots bei allen Forschungsprojekten um 1. Lebensfähigkeit von 90% auf Haval, erforderlich aktuell 100. Ja, habe ich. Dementsprechend kein Problem. Nee, ich mach mal das hier. Oder? Warte mal, was kann ich denn noch machen? Erstmal kurz gucken. Bessere Preise beim Kauf und Verkauf von Objekten. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Munitionslieferungen, organische Materialien, regelmäßig Tech. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mal das mal. So. Ich verstehe, was Sie meinen. Die Cat nehmen sich die Und dann reden wir noch weiter Assassin mit denen hier. Ich gehe gerade die Daten aus der Cat-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind Sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. Dann will ich Sie mal nicht länger. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Tja, so ist das, ne?
machst du nix. Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Ja, es ist eine schreckliche Vorstellung. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So. Diesmal strecken wir ihren Booty raus. Sprechen wir mal nicht mit ihr weiter. Erstmal zu ihm gehen. John? Er hat bestimmt einiges zu erzählen. Danke, dass Sie nach mir sehen. Aber es geht mir gut. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so wäre. Es muss sein. Wie sollte es sonst weitergehen? Verstehen Sie? Ich bin nicht nur knallhart. Ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Meine Schwester ist sehr krank. Sie liegt auf der Nexus. Ich bin im Moment so eine Art Waise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke. Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Na, die werden wir mit Sicherheit erleben, mein Freund. Da kannst du aber mal, ne? Gift drauf nehmen. Das sag ich dir. So. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das macht ihnen wirklich zu schaffen. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen. Ich habe mit Drak gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wir schaffen das schon. Wir stehen Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oder wie auch immer Sie möchten. Sie lassen sich nie entmutigen, oder? Sie rappeln sich immer wieder auf und lächeln dabei. Als wüssten Sie, dass ich genau das brauche. Sie sind mir einfach wichtig. Ist das denn so seltsam? Und süß sind sie auch noch. Was soll ein Mädchen da machen? Wieso kann nicht alles so unkompliziert sein? Nizira, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Ja, wir sind im Blindflug. Wir werden Jahre brauchen, um uns von diesem Chaos zu erholen. Unser größtes Problem sind die Cat. Ich sollte mich also besser wieder an die Arbeit machen. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Das kann schon sein, ne? Moment, komme ich hier nicht auch irgendwo raus? Achso, hier ist die Tür noch. Na gut. Ja gut, das war sie, alles klar. Wen habe ich noch? Nur die beiden hier vorne, ne? Beruhigen Sie sich, Callow. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Callow. Callow ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von Eos erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Gibt es einen Grund zur Eile?
Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss, geben Sie einfach Bescheid. Ist ja nun nicht so, als ob ich da nicht schon gewesen wäre, vor kurzem. Aber okay. Ich meine, ich gehe da sowieso nochmal hin. Von daher passt das schon. Wir reden nochmal mit ihm hier, mit ihr und dann... Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Carlo. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Okay. So, was gibt's hier? Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran, ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten. Nichts Scharfes. Danke, Lexi. Stimmt was nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Ich... Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen. Und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind. Und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Ich an ihrer Stelle wäre auch stolz auf sie gewesen. Sie sind im Namen der Wissenschaft hierher gekommen. Und dafür braucht man Mut. Klar, ein bisschen verrückt muss man auch sein, aber vor allem mutig. Ich bin mir sicher, das wussten Sie. Danke, Ryder. Das hat gut getan. Gern geschehen. Ja, ja. Der Lecktest. Oh, was gibt's denn hier alles? Ach, scheiße. Wegen des Liams Filmabend. Ich habe gehört, dass Liam fort. Die Idee ist toll. Auch wenn ich momentan alles drunter und drüber geht, ich will gerne bei der Hilfe. Ich bitte mich doch mal. Okay. Danke, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, ich bin nicht weinerlich rübergekommen. Hätte mein Leben anders verlaufen können? Klar, ich hätte einen Vater haben können, eine Mutter, eine strenge Erziehung und beste Aussichten auf eine turianische Beamtenlaufbahn mit gestärktem Kragen und strikten Gehorsam. Was ich sagen will, anders ist nicht immer besser. Sie wissen ja, dass ich hier bin, um nach meiner wahren Bestimmung zu suchen. Richtig, tja, Gedichte sind es jedenfalls nicht. Ich habe 20 Stunden durchgearbeitet, das Schiff schnurrt wie ein Kätzchen. Nun habe ich mich hingelegt, um kurz die Augen zuzumachen. Bin aber hellwach. Okay. Stresstest. Was für eine Rettungsaktion. Die Tempest ist zwar für derartige Einsätze nicht gedacht, aber sie schlägt sich prächtig. Nicht, dass ich dazu... Was ist das? Moment, was ist das hier? Seien Sie gegrüßt, Pathfinder. Ich heiße Raylis, ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Späher sind mit faszinierenden Informationen zu den Cats zurückgekehrt, die Sie sicher interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Vault. Bitte kommen Sie bald. Ja. Ich werde auch tatsächlich bald wieder nach Vault gehen, denn
Ne? Ja, archivieren die mal alle. Oh, kann ich nicht einfach alle archivieren? Okay, ich archiviere sie gleich. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Folge beenden. Die geht ja schon wieder lang genug. Dann geht's wieder ab nach Volt. Ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen was wenigstens auf dem Planeten erkunden, weil es gibt ja doch den ein oder anderen Spot, den man da vielleicht gerne sehen wollen würde. Und dann werden wir nach Aya auch zurückkehren müssen. Bevor ich das aber tue, will ich nochmal auf die Nexus. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.